So, jetzt ist die Kamera auch mal wach und der Autofokus funktioniert endlich richtig. Ich hoffe sowas von, dass meine Aufnahmen von gestern in Ordnung sind. Aber gut, wenn nicht, drehe ich das halt nochmal neu. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe heute was etwas anderes für euch. Hat nichts mit einem speziellen 3D-Drucker zu tun, noch nicht mit einem Laser-Engraver oder sowas in Richtung, sondern mal ein Projekt, was eine Herausforderung ist, sagen wir es mal so. Und damit sage ich erstmal herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makeorama.de und um was geht's? Nun ganz einfach, ich habe mir überlegt, weil ich ja ziemlich viel designt habe, jetzt gerade hier diesen Make-O-Blog, den zeige ich immer wieder in den letzten Videos, weil ich die letzten Videos quasi in den letzten Tagen gedreht habe. Und zwar geht's darum, dass ich gerne meine Skills in Sachen Design verfestigen möchte, beziehungsweise mich auch selbst mal gerne ein bisschen herausfordern möchte. Und ich habe überlegt, wie ich das denn erreichen könnte und bin auf so eine Idee gekommen, wie zum Beispiel meine 100-Tage-Challenge. Das bedeutet im Detail, ich werde jetzt über die nächsten 100 Tage jeden Tag etwas Neues designen und euch dann ein Kurzvideo dazu releasen, was ich denn designt habe. Das heißt also, ihr kriegt, das bedeutet für euch, dass ich jetzt wirklich über die nächsten 100 Tage verteilt jeden Tag was designe und euch dann darüber berichte, auch wenn es im Endeffekt so nur so eine kleine Feder ist oder aber auch eine Unterlegscheibe oder so in Richtung. Natürlich soll dann auch ein bisschen was rauskommen, was ein bisschen komplexer ist. Also ein bisschen was, was einen herausfordert. Also sowohl von der Maßhaltigkeit her, als auch natürlich dann von der Funktion her, dass man also auch schon einen Federmechanismus vielleicht hat oder aber auch einen Zahnradmechanismus, irgend sowas in der Richtung. So, und damit ich das Ganze nicht alleine machen muss, habe ich mir überlegt, okay, was wäre denn, wenn meine Schmelzhasen da mitmachen würden? Es spielt jetzt keine Rolle, ob ihr das mit Tinkercad, ob ihr das mit Blasticity oder ob ihr das mit Blender oder mit Fusion 360 oder OpenSCAD und Onshape und wie sie alle heißen entsprechend machen, ja? Könnt ihr die CAD-Software verwenden, wie ihr wollt. Ich werde auf dem Discord bei uns nochmal einen eigenen Kanal einrichten, wo ihr dann euch selbst einen Thread einrichten könnt und in diesem Thread dann unter der 100-Tage-Challenge dann entsprechend eure Bilder posten könnt, vielleicht auch noch was dazu schreiben könnt, was ihr designt habt, was ihr euch dabei gedacht habt oder was ihr euch dabei nicht gedacht habt. Und dass wir da mal so ein bisschen entsprechend was zusammenbekommen und am Ende der Zeit können wir vielleicht nochmal einen Livestream machen oder nochmal ein Video machen und das nochmal zusammenfassen. Ich würde mich natürlich tierisch freuen, wenn das bei euch regen Anklang findet und ihr diese 100 Tage voll mitmacht. Ich habe jetzt die letzten 2 Tage schon mal, um ein bisschen warm zu werden, schon mal was vordesignt. Da blende ich euch gleich nochmal ein bisschen Zwischensequenzen ein. Der MK4 druckt auch schon gerade das erste Objekt quasi. Ich habe so ein paar Testobjekte gemacht und jetzt druckt gerade der MK4 das richtige Objekt. Und da bin ich echt schon hyped. Ich hoffe, ich kriege alles auch gedruckt, weil die Drucker ja manchmal ein bisschen, manchmal habe ich so Tage, wo ich ausgelastet bin, weil ich irgendwas drucke. Wie jetzt zum Beispiel mal gerade ein kleiner Teaser, das hier. Ja. Das geschulte Auge wird natürlich wissen, was das ist. Ja. Also die Bauteile dafür sind schon alle hier unterwegs. Ich warte halt nur noch wirklich, dass die Bauteile hier ankommen. Ja. Und dann geht es auch schon mit dem Bau los. Ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde die Idee genial, ich freue mich drauf, ich bin echt gehypt. Ist ja nicht so, dass ich jetzt in letzter Zeit nicht wirklich viel designt habe. Ich meine, ich habe ja das Lichtschwert schon mal gestaltet soweit und hatte das ja auch schon fast fertig und habe gesagt, okay, ich baue die Version 2. Das wird mit Sicherheit auch nochmal ein Teil der Challenge sein, ja, diese ganzen Blöcke zu definieren. Aber ich werde auch mal noch ein paar Sachen versuchen, die ich vorher noch nicht so designt habe. Also gerade Federmechanismen wie das hier, ne? Das ist was, wo ich wirklich hyped drauf bin oder aber auch Mechanismen mit Zahnrädern, mit einer Kurbel oder irgendwas in Richtung antreiben und irgendwas umstellen oder sowas in Richtung. Da bin ich sowas von gespannt drauf. Ihr könnt ja mal ein paar Ideen unten in die Videobeschreibung hauen, was ihr gerne sehen würdet. Ihr könnt auch mal unten reinschreiben, wenn ihr mit dran teilnehmt, was ihr dann entsprechend für eine CAD-Software nutzen wollt. Die 100-Tage-Challenge beginnt ab jetzt. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao!